Ich bin Mara und ich komme aus dem Aargau. Ich bin Lia und komme aus Zürich und wir beide machen Berufsmaturitätsschule in Zürich. In unserer Arbeit haben wir uns mit dem Sterben und dem Tod auseinandergesetzt. Unsere Fragestellung war folgende. Wie sind ältere Menschen ihrem eigenen Sterben und Tod gegenüber eingestellt und welche Faktoren beeinflussen diese Einstellung? Zur Beantwortung dieser Fragestellung haben wir Interviews mit 4 Seniorinnen und Senioren durchgeführt und sind dabei auf folgende Ergebnisse gekommen. Wir haben 3 zentrale Elemente herausgearbeitet. Die Selbstbestimmung, die zwischenmenschlichen Beziehungen und die Angst vor dem Sterben. Selbstbestimmung ist ein zentraler Wunsch von älteren Menschen in Bezug auf das Sterben und den Tod. Wie die jedoch gelebt werden will, ist höchst individuell. Dass zwischenmenschliche Beziehungen wichtig sind für uns, ist nichts Neues. Wie wichtig sie aber tatsächlich sind, besonders im Hinblick auf das Sterben und den Tod, ist uns aufgefallen bei der Auswertung. Beziehungen bilden das Fundament von sämtlichen Entscheidungen, wenn es ums Sterben und den Tod geht. Der letzte Aspekt ist die Angst vor dem Sterben. Nicht der Tod selber wird gefürchtet, sondern der Sterbeprozess. Das, weil man nicht weiss, was einem erwartet und weil ein Verlust von der Selbstbestimmung befürchtet wird. All unsere Interviewpartner wünschen sich eine Enttabuisierung dieser Thematik. Einerseits durch die bewusste Auseinandersetzung oder auch durch offene Gespräche. Durch die Arbeit haben auch wir in unserem Beruf als Fachfrau Gesundheit eine wertvolle Sensibilisierung erfahren und sehen das auch als möglichen Lösungsansatz für die Praxis. Durch vertiefte theoretische und praktische Schulungen vom Personal zum Thema Sterben und Tod.